Eine Prinzessin lebte in einem luxuriösen Schloss. Sie war erst 14 Jahre alt, aber sie war schrecklich verwöhnt und launisch. Einmal hatte sie sich etwas für April ausgedacht und beim Neujahrsbankett gab es Frühlingsblumen. Sie erließ ein Dekret, das den Beginn des Frühlings ankündigte und versprach, großzügig zu belohnen, wer Schneeglöckchen in den Palast bringt. In einem kleinen Haus am Rande der Stadt lebte eine Stiefmutter mit ihrer Tochter und Stieftochter. Die Stieftochter war ein sehr süßes und freundliches Mädchen und sie hieß Mascha. Die Stiefmutter und die Tochter waren sehr faul und wütend und in jeder Hinsicht verletzten sie das arme Mädchen. Sie wollten unbedingt die von der Prinzessin versprochene Belohnung erhalten, konnten sich aber nicht vorstellen, wo sie im Winter die Schneeglöckchen bekommen sollten. Die alte Frau beschloss, Mascha in den Wald zu schicken, um ihnen Frühlingsblumen zu bringen. Die Stieftochter begann ihre Stiefmutter zu bitten, Mitleid mit ihr zu haben, weil es draußen dunkel und kalt war. Und welche Schneeglöckchen kann es im Winter geben? Aber die gierige alte Frau wollte nichts hören. Sie gab einen größeren Korb und fuhr Mascha aus der Tür. Das gefrorene Mädchen hatte große Angst in einem dunklen Wald. Plötzlich sah sie in der Ferne ein Licht. Sie war begeistert und ging ihm entgegen. Es stellte sich heraus, dass es ein großes loderndes Feuer war und 12 Menschen sich darum wärmten. Das Mädchen nahm Mut zusammen, ging auf sie zu und erzählte ihnen, dass die böse Stiefmutter sie gezwungen hatte, in den Wald zu gehen und Schneeglöckchen zu sammeln. Es stellte sich heraus, dass es 12 Monate waren. Die Brüder hatten Mitleid mit Mascha und beschlossen, ihr zu helfen. Bruder April sang einen Zauber und plötzlich kam der Frühling im Wald und auf der Lichtung. Der Schnee schmolz, grünes Gras erschien, Schneeglöckchen blühten. Das Mädchen begann Blumen zu sammeln und füllte bald einen großen Korb damit. Der junge April mochte sie wirklich und er gab ihr einen magischen Ring. Wenn es Probleme gibt, muss er zu Boden geworfen werden, einen Zauber wirken und alle 12 Monate werden zur Rettung kommen. Mascha dankte ihnen und ging nach Hause. Als das Mädchen die Schneeglöckchen nach Hause brachte, waren die Stiefmutter und die Tochter sehr überrascht. Mascha war von der Reise sehr müde und schlief sofort tief und fest ein. Ihre Halbschwester vermutete, dass etwas nicht stimmte. Während das Mädchen schlief, fand sie ihren magischen Ring und nahm ihn für sich. Nach dem Aufwachen entdeckte die Stieftochter den Verlust. Sie begann zu betteln, um den Ring zurückzugeben. Aber ihre Stiefmutter und ihre Tochter wollten nichts hören. Sie nahmen einen Korb mit Schneeglöckchen und eilten zum königlichen Palast. Im Palast stand ein prächtig geschmückter Neujahrsbaum. Aber die bevorstehende Feier gefiel der launischen Prinzessin überhaupt nicht. Und erst als die Stiefmutter und die Tochter ihr einen ganzen Korb mit Schneeglöckchen brachten, verwandelte die Prinzessin ihren Zorn in Gnade. Die Stiefmutter konnte nicht klar antworten, woher die Blumen kamen, und sie musste zugeben, dass ihre Stieftochter sie gesammelt hatte. Die Prinzessin beschloss sofort, mit Schneeglöckchen auf die Wiese zu gehen. Unterwegs sah sie zu der armen Mascha, um ihr den Ort zu zeigen, an dem sie Blumen pflückte. Das Mädchen sagte, sie würde es zeigen, aber nur, wenn der Ring ihr zurückgegeben würde. Aus dieser Unverschämtheit war die Prinzessin wütend und warf den Ring weg. Aber die Stieftochter hat es geschafft, einen Zauber zu wirken. Sofort stieg ein starker Wind auf, Donner grollte, Laub fiel und Schnee begann zu fallen. Der alte Januar erschien vor ihnen. Er lud alle ein, sich etwas zu wünschen. Aus Angst wollte die Prinzessin so schnell wie möglich im Palast sein. Mascha wünschte sich, dass alles zu gegebener Zeit an seinen Platz zurückkehren würde. Winter, im Winter, Sommer, im Sommer. Die Stiefmutter und ihre Tochter waren so gefroren, dass sie Pelzmäntel von jedem Fell wollten, sogar von einem Hund. Die gierigen Frauen verwandelten sich sofort in Hunde. Sie wurden an einen Schlitten gebunden, auf dem die Prinzessin zum Palast gelangen sollte. Mascha dankte den Brüdern für ihre Hilfe. Sie versprachen, die Stiefmutter und ihre Tochter wieder in Menschen zu verwandeln, aber nur, wenn sie gehorsam werden. Monate gaben dem Mädchen einen wundervollen großen Schlitten, der von verspielten Pferden gespannt wurde. Als die Prinzessin sie sah, bat sie um eine Fahrt zum Palast. Es war das erste Mal in ihrem Leben, dass die Prinzessin das Wort Bitte aussprach. Und Mascha stimmte gerne zu. Vor langer Zeit lebte im Wüstenreich Agrabah ein armer Aladdin mit seinem Affen Abu. Um zu überleben, musste er Lebensmittel vom Markt stehlen. Trotzdem war Aladdin freundlich und ehrlich, weil er alles, was gestohlen wurde, an hungernde Kinder verteilte.
Als Aladdin eines Tages durch die Stadt ging, bemerkte er, wie ein Apfelhändler ein junges Mädchen bedrohte. Sie gab dem Kind einen Apfel, ohne zu fragen, und jetzt musste sie bezahlen. Als Aladdin sah, dass der Verkäufer die Wachen anrief, beschloss er, das Mädchen zu retten. Er nahm ihre Hand und half ihr, sich zu verstecken. Aber die Wachen holten die Flüchtlinge immer noch ein. Und es stellte sich heraus, dass das Mädchen, das Aladdin rettete, Prinzessin Jasmine war. Die Wachen sperrten den Kerl im Kerker ein. In derselben Nacht machte sich der böse Berater des Sultans Jafar auf den Weg zu seiner Zelle. Er versprach unermesslichen Reichtum, wenn Aladdin ihm half, ihm eine magische Lampe aus der Höhle der Wunder zu besorgen. Und Aladdin stimmte zu. Jafar brachte den Kerl mit dem Affen in die Höhle, aber vor dem Eingang verbot er ihm, etwas anderes als die Lampe zu berühren. In der Höhle fand Aladdin einen Zauberteppich und eine Lampe. Aber Abu konnte das Verbot nicht ertragen und berührte einen der Rubine. Die Höhle begann zusammenzubrechen. Dann fing der Zauberteppich sie auf und flog zu den Ruinen der Burgruine. Aladdin schaute lange auf die Lampe, die er aus der Höhle der Wunder mitgebracht hatte. Sie war sehr staubig. Als Aladdin die Lampe mit der Hand abwischte, platzte Jean heraus. Er gab Aladdin bekannt, dass er seit vielen Jahren in der Lampe war und zu seiner Erlösung drei beliebige Wünsche erfüllen konnte. Aladdin versprach, nur zwei Wünsche zu verwenden und den dritten, Jean für immer von der Lampe zu befreien. Aladdin schaute auf die Sterne und erinnerte sich an die Prinzessin. Er verliebte sich in Jasmine. Aber ein gewöhnlicher Dieb konnte die Prinzessin nicht beeindrucken. Dann verbrachte Aladdin seinen ersten Wunsch, Prinz zu werden. Als Aladdin im Palast des Sultans ankam, versuchte er als Prinz das Herz von Jasmin zu gewinnen. Aber die Prinzessin war unerbittlich, weil sie sich lange in den Bürger verliebt hatte, der sie auf dem Bazar gerettet hatte. Währenddessen bemerkte Jafar den falschen Prinzen im Palast. Der böse Berater betrog den Kerl in den Turm und begann mit Drohungen herauszufinden, wo sich die magische Lampe befand. Jafar erhielt keine Antwort und stieß ihn vom hohen Turm ins Meer. Plötzlich flog Abu mit einer Lampe auf dem Teppich herein und Aladdin schaffte es, ihn zu reiben. Dann erschien Jin und rettete sie, wobei er den zweiten Wunsch benutzte. Zurück im Palast sagte Aladdin dem Sultan, dass Jafar ein böser Zauberer ist, der im Begriff ist, das Königreich zu verraten. Der Sultan verhaftete seinen Berater, aber im Schutz der Nacht gelang es dem Zauberer, aus dem Kerker herauszukommen. Er machte sich auf den Weg zu Aladdins Quartier, stahl die Lampe und wurde der neue Besitzer von Jean. Jafar verbrachte seinen ersten Wunsch, Sultan zu werden. Und mit dem zweiten Wunsch bat er um die Macht des mächtigsten Zauberers der Welt. Nachdem Jafar seinen erhalten hatte, transportierte er den Kerl mit dem Affen auf magische Weise in das eisige Ödland. Und er beschloss, Prinzessin Jasmine zu zwingen, sich selbst zu heiraten. Während der Hochzeitszeremonie fand der Zauberteppich heraus, wo sich Aladdin und Abu befanden, und brachte sie dann ins Schloss zurück. Als Aladdin Jafar sah, begann er ihn zu ärgern und nannte ihn den Zweiten an der Macht nach Jin. Dann verbrachte ein wütender Jafar seinen letzten Wunsch, ein allmächtiger Geist zu werden. Nachdem Jafar sich in einen Geist verwandelt hatte, wurde er plötzlich selbst ein Sklave der Lampe. Schwächend versprach er Aladdin Rache. Aber bevor er seine Flüche beenden konnte, zog ihn die Lampe hinein. Jin trug Jafars Lampe zur Höhle der Wunder und die Ordnung im Königreich wurde wiederhergestellt. Okay. Aladdin beschloss, sein Versprechen zu halten und verbrachte seinen dritten Wunsch, Jean für immer von der Lampe zu befreien. Und der Sultan, der sah, dass Aladdin und Jasmine verliebt waren, erlaubte ihnen zu heiraten. Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage, und das Königreich Agrabah gedieh nur im Laufe der Jahre.